Hallo, heute räumen wir mit ein paar Schlafmythen auf. Wenn dich das interessiert, bleib dran. Das erste Irrtum: Wer früh schlafen geht, hat einen besseren Schlaf. Dies stimmt nicht unbedingt. Es ist zwar richtig, dass die ersten 3 bis 4 Stunden deines Schlafes die wichtigsten sind, die, in denen du dich am meisten erholst und regenerierst. Jedoch ist es nicht wichtig, ob du um Punkt 12 Uhr Mitternacht schläfst oder um 10 Uhr oder um 18 Uhr schon ins Bett gehst. Es kommt eher darauf an, was du für ein Schlaftyp bist und was du für einen Rhythmus hast. Dein Schlaf richtet sich nicht nach der Uhr, sondern nach deinem Rhythmus. Irrtum Nummer 2: 8 Stunden Schlaf müssen sein. Dies stimmt nicht. Und die wenigsten Menschen schaffen das überhaupt ansatzweise. Die meisten schlafen gerade mal 6,5 bis 7 Stunden die Nacht. Obwohl die Empfehlung 7 bis 8 lautet. Allerdings braucht jeder Mensch unterschiedlich viel und tatsächlich variiert dies stark. Manche Menschen brauchen gerade mal 5,5 Stunden Schlaf, wobei manche erst nach 9 bis 9,5 sich ausgeruht fühlen. Die Mitte liegt bei 7 bis 8, daher die Empfehlung. Jeder Mensch ist unterschiedlich und du musst für dich herausfinden, wie viel Schlaf du brauchst. Hierbei ist die Zeit nicht entscheidend, sondern die Qualität. Irrtum Nummer 3. Mit zunehmendem Alter brauchen wir weniger Schlaf. Auch diese Behauptung stimmt nicht. Es stimmt zwar, dass ältere Leute in der Nacht in der Regel weniger schlafen, meistens nur ungefähr 6 Stunden, und dann früh aufstehen. Allerdings halten diese Menschen in der Regel längere Mittagsschläfchen und öfter kleine Nickerchen, wo sie am Ende in der Regel sogar auf über 8 Stunden Schlaf am Tag kommen. Auch schlafen Menschen, die 60 oder 70 Jahre alt sind, in der Regel genauso viel wie Menschen, die 50 oder vielleicht auch nur 40 sind. Irrtum Nummer 4: Guter Schlaf bedeutet Durchschlafen. Auch diese Behauptung trifft so nicht ganz zu. Denn Tatsache ist, selbst wenn du super erholt und regeneriert morgens aufwachst, bist du im Durchschnitt wahrscheinlich zwischen 20 und 35 Mal in der Nacht aufgewacht. Tatsache ist, es passiert. Allerdings erinnern wir uns in der Regel daran nicht. Wir sind manchmal sogar bis zu 3 Minuten lang wach, auch wenn wir dann eher im Halbschlaf im Bett liegen. Dennoch sind wir wach. Forscher vermuten, dass dieser Aufwachmechanismus ein Überbleibsel aus der Urzeit ist. Denn dort hatten wir kein sicheres Haus mit Türen, die wir abschließen konnten. Und es konnte über Leben und Tod entscheiden, ob wir nachts aufgewacht sind und mögliche Fressfeinde oder andere Gefahren rechtzeitig entdeckt haben. Heutzutage ist dies nicht mehr nötig und zum Glück kriegen wir das auch nicht mit, denn es wäre ziemlich nervig zu wissen, dass man 20 oder 30 Mal die Nacht aufwacht und nach wach im Bett liegt. Zum Glück kriegen wir das nicht mit und schlafen trotzdem gut. 5. Irrtum: Nur bei offenem Fenster schläft man gut. Es stimmt zwar, dass wir beim Schlafen viel Sauerstoff verbrauchen, denn unser Gehirn regeneriert sich. Allerdings reicht es völlig aus, wenn wir vorm Schlafen einmal das Fenster aufreißen, richtig stoßlüften, und dann haben wir genug frische Luft im Raum. Wenn man ein nur sehr kleines Schlafzimmer hat, kann man sich überlegen, ob man die Schlafzimmertür auflässt und so die Frischluftmenge erhöht. Dennoch müssen wir nicht mit offenem Fenster die ganze Nacht durchschlafen. Schon gar nicht im Winter. Die optimale Schlaftemperatur liegt ungefähr bei 18 Grad. Es ist nicht zu warm und nicht zu kalt für den Körper. Steht das Fenster nur im Winter die ganze Zeit offen, haben wir auf jeden Fall weniger als 18 Grad und frieren. Das ist anstrengend für den Körper, wir erkälten uns möglicherweise und sind nicht entspannt. Genauso wenig ist es gut für den Körper, wenn wir in der Nacht schwitzen, weil die Heizung voll aufgedreht ist und das Fenster zu und wir am Ende dann 25 Grad im Zimmer haben und unter unserer Bettdecke noch viel mehr. Deswegen macht es Sinn, die Heizung runterzudrehen, das Fenster aufzureißen und vorm Schlafengehen wieder zu schließen. So haben wir ungefähr diese 18 bis 20 Grad im Zimmer, in der unser Körper gut arbeiten und sich regenerieren kann. Irrtum Nummer 6. Schäfchen zählen hilft beim Einschlafen. Forscher der Universität Oxford in Großbritannien haben sich tatsächlich diesem Thema angenommen. Sie haben untersucht, ob Schäfchen zählen uns beim Einschlafen hilft und sind zu einem Ergebnis gekommen, was die meisten Eltern jetzt vielleicht aufstoßen wird. Denn es funktioniert nicht. Dieser Tipp ist nichtig. Tatsache ist sogar, dass Menschen, die zum Einschlafen Schäfchen zählen, in der Regel sogar schlechter einschlafen als Menschen, die sich zum Beispiel entspannende Szenarien vorstellen, wie zum Beispiel im Urlaub am Strand, mit der Sonne, gemütlich auf dem Handtuch im Sand. Solche Szenarien sind deutlich förderlicher als dieses Schäfchenzählen. Die Probanden haben in der Regel ausgesagt, dass es sie sogar stresst, ihnen ein ungutes Gefühl gibt, sie sich konzentrieren und unzufrieden sind. Und diese Gefühle unterstützen die Entspannung nicht, welche in der Regel schlaffördernd wirkt. Also zum Einschlafen nicht Schäfchen zählen, sondern wenn ihr Probleme habt, stellt euch was Entspanntes vor, lehnt euch zurück, schließt die Augen und versetzt euch irgendwo hin, wo ihr gerne wärt. Irrtum Nummer 7.
Beim Fernsehen können wir gut einschlafen. Wir kennen das alle. Nach einem langen, anstrengenden Tag möchten wir uns eigentlich nur noch aufs Sofa setzen, den Fernseher anmachen und den Kopf aus. Dieser Fernseher berieselt uns, wir entspannen uns, denken nicht mehr nach und nicken gut weg. Das funktioniert gerade abends, wenn wir spät nach Hause kommen. Allerdings hilft es nicht. Im Gegenteil, der Fernseher ist wirklich schlecht für eure Entspannung und zum Einschlafen auch nicht sehr förderlich. Die blauen Lichtstrahlen und das helle Licht, was vom Bildschirm auf eure Augen trifft, bedeutet sogar Tagesstress für den Kopf. Sprich, er hemmt die Melatoninproduktion und ihr schlaft schlechter ein. Natürlich seid ihr abgelenkt, denkt nicht mehr nach, der Kopf ist aus, ihr grübelt nicht und könnt euch deswegen abschalten. Doch dafür gibt es auch viel bessere Tipps und Möglichkeiten. Zum Beispiel ein Buch, ein abendliches Ritual wie Tee trinken. Der Fernseher hat nicht nur mit dem Licht einen negativen Einfluss auf euch, sondern die wechselnden Bilder und die Geräusche, die auf den Fernseher kommen und die unterschiedlichen Lautstärken sorgen dafür, dass ihr immer wieder kurze Impulse kriegt, wo euer Körper kurz reagiert. Euer Gehör hört hin, eure Augen reagieren darauf und dieses bedeutet Stress für den Körper. Tatsache ist sogar, dass ihr mit dem Fernsehprogramm, was ihr beim Einschlafen, also in eurer Leichtschlafphase, wenn ihr noch nicht ganz weggeschlummert seid, aber auch nicht mehr ganz da seid, kann direkten Einfluss auf eure Träume nehmen. Erreicht euch also im Unterbewusstsein, was auch wiederum einen negativen Einfluss auf eure Schlafqualität haben kann. Irrtum Nummer 8. Sport vorm Schlafengehen hilft dir beim Einschlafen. Dies ist falsch. Wir brauchen nach dem Sport in etwa 2 Stunden, um unseren Geist und Körper runterzufahren, um uns wirklich zu entspannen und schlafbereit zu sein. Wenn wir joggen gehen, uns richtig anstrengen, nach Hause gehen, duschen und direkt ins Bett steigen, werden wir Probleme mit dem Einschlafen haben. Ziemlich sicher. Das liegt daran, dass diese Entspannung nicht da ist und der physische Stress, der durch den Sport aufgebaut wird, erst abfallen muss. Kleine Kinder sind da eine Ausnahme. Wir freuen uns, wenn sie den ganzen Tag rumtoben, wenn sie richtig müde sind, Zähne putzen, Bett fertig machen, das reicht denen und die werden schlafen. Bei uns funktioniert das nicht. Wie gesagt, 2 Stunden in etwa. Also nicht direkt vorm Schlafen gehen nochmal laufen oder ins Fitnessstudio rennen. Runterfahren, entspannen ist wesentlich besser. Irrtum Nummer 9. Ein Powernap am Tag sorgt für schlechteren Schlaf am Abend. Dies stimmt nicht. Allerdings ist hierbei zu beachten, dass wir von einem Powernap und nicht von einem ausgedehnten Mittagsschlaf sprechen. Ein Powernap ist eine maximal auf 20 Minuten begrenzte Zeit, in der wir uns hinlegen, die Augen schließen und entspannen. Vielleicht sogar leicht wegdösen, aber wir werden nicht richtig schlafen. Es ist eher eine kurze Erholungsphase für den Körper. Sie ist wunderbar, um Stress abzubauen. Jedoch fallen wir nicht in eine tiefere Schlafphase, in der wir uns regenerieren, verarbeiten und der Körper sich wirklich erholt. Irrtum Nummer 10. Verpassten Schlaf am Wochenende nachholen. Dies ist nicht wirklich möglich. So gerne wir das auch tun würden. Wer kennt das nicht? Montag bis Freitag ist Stress mit der Arbeit. Wir sind unterwegs mit Freunden unter der Woche, doch noch ein Bierchen trinken, spät noch einen Kaffee getrunken, gucken Fernsehen, weil der um 10 noch ein toller Film anfängt oder das Fußballspiel lange dauert oder wir haben einen neuen Netflix-Serienmarathon angefangen, den wir unbedingt noch zu Ende bringen müssen, obwohl wir morgen früh zur Arbeit müssen. Wir sagen uns, am Wochenende schlafen wir aus, wir holen das nach und starten dann entspannt in die neue Woche. Doch dies funktioniert nur bedingt. Forschungen haben gezeigt, dass man nur ein gewisses Maß an Schlaf nachholen kann. Wenn wir schlecht schlafen, merken wir das direkt. Wir sind unausgeglichen, haben weniger Kraft, antriebslos und unser Gedächtnis funktioniert nicht mehr so gut. Also versucht lieber, regelmäßig euren Schlaf zu kriegen und wenn ihr mal eine kurze Phase habt, am nächsten Tag vielleicht sogar ein bisschen früher ins Bett zu gehen, wenn ihr nicht schon länger geschlafen habt. Versucht es nicht, alles aufs Wochenende zu schieben, unter der Woche die Nacht durchzumachen und am Wochenende komplett im Bett zu bleiben. Es funktioniert nicht und ihr werdet euch nicht ganz regenerieren. Schlaf kann man nur bedingt aufholen. Ab einem gewissen Maß ist zu wenig einfach zu wenig. Versucht ihn regelmäßig zu kriegen und genießt das Wochenende auch mal tagsüber. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, gebt uns einen Daumen hoch, abonniert den Channel und seid gespannt, was wir noch so für euch haben. Bis dann.